Ja, hallo, lieben Christian Schumacher, Paartherapeut, Beziehungscoach, Psychologe, und dieses Mal ein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe und oder auch andere Themen, die sich mal so ergeben. Genau, und heute reden wir mal über das Thema, ja, dass man, wenn man sich weiterentwickelt, dass einem manchmal andere Menschen noch mehr auf den Geist gehen irgendwie und noch härter triggern. Das struggle ich auch ganz schön mit ab und zu mal. Sollte natürlich auch nicht das Endziel sein, sag ich mal, irgendwann sollte man, glaube ich, seinen Frieden mit allen machen, aber es gibt tatsächlich so ein Element, das einen, ohne da jetzt irgendeine Wertung reinzubringen, aber das, ja, dass einen Menschen, die, dass man sich abgestoßen fühlt von Menschen, die so, wie soll ich das jetzt mal wertfrei sagen, aber irgendwie bewusstseinsmäßig ein bisschen weiter, sagen wir mal, unten aufgestellt sind, so, dass die einen abstoßen, und man selber wird aber auch abgestoßen von Menschen, die bewusstseinsmäßig weiter sind. So, ne? Ich meine, dass in einer idealen Haiti-Tai-Barbie-Welt sollte es natürlich alle lieb haben, aber das ist, und vielleicht, wie gesagt, das sicherlich auch, lässt sich sicherlich auch überwinden, und es gibt sicherlich so eine Art von Bewusstseinslevel, wo man einfach für alle nur alle so sein lassen kann, wie sie sind, und für alle Liebe empfindet, und ohne jetzt in so einem Fantasieraum zu sein, wo man keine Grenzen setzt und Dinge nicht so sieht, wie sie sind, und auch Menschen, die einem was Böses wollen, nicht so sieht, wie sie sind. Also das mag es schon geben, aber wir gucken uns jetzt mal diese Stufe an, die häufig entsteht, wenn man so ein paar Schritte weitermacht und dann anfängt zu strugglen und an der Menschheit zu zweifeln. Und ja, also von Bianetschkola, und sie schreibt: Wäre das mal Videomaterial? Gerade bin ich in einer sehr seltsamen Phase. Früher war ich relativ entspannt, Menschen waren halt, wie sie sind. Ich war eher Menschenfreund. Nun mache ich schon eine längere Weile innere Arbeit mit vielen Kursen hier, mit vielen positiven Resultaten. Ja, heute ist ja auch noch, wir haben ja noch mal, ist wahrscheinlich ein bisschen früh gemacht, haben viele den Code verpasst, Black Week 25, ich habe den gestern nochmal reingemacht, für die Basiskurse 0 bis 5, ist auch Datingkurs mit dabei, ist ja Modul 5, und Polaritätskurs habe ich noch reingepackt und Manifestationskurs für diejenigen, die vielleicht neu sind, haben das verpasst. Bis heute Abend könntet ihr noch nutzen, Black Week 25 in der Kaufabwicklung eingeben. So, seit kurzem bin ich doch extrem angetriggert von egoistischen Menschen. Ihre leere, gleichgültige Haltung ertrage ich schon nicht auf Fotos von fremden Menschen. Also ich muss wirklich sagen, ich kann das total relaten. Also es gibt so Leute, die ich auch immer im Fernsehen sehe, ist ja auch egal, wer das ist, wo ich das Gefühl habe, da ist gar keiner mehr zu Hause. Da sehe ich nur noch Ego, und es tut mir natürlich auch leid irgendwo, aber es ist irgendwie, man kann da gar nicht hingucken. Es ist, also ich kenne dieses Gefühl von da vorne irgendwie so ein bisschen abgestoßen zu sein, und ich bin aber auch immer fassungslos, dass es wird sich aber auch nicht mehr ändern, weiß ich nicht, oder vielleicht irgendwann. Also die Menschheit feiert ja egoistische Menschen, ne? Also ich würde sagen, ganz viele Menschen, die weit oben sind, sind bestimmt sehr charmant und fähig und auch sozialfähig, aber glaube ich häufig sehr im Ego, weil sonst wären sie vielleicht gar nicht so weit gekommen. Und wie gesagt, es ist, wie es ist. Also Menschen feiern das auch irgendwie, ne? Das ist, Oder Doppelstandards bei Kollegen. Ja, der Doppelstandard ist auch für mich das Allerschlimmste, ne? Die sich beinahe kriminell alles herausnehmen und hinterrum Nichtigkeiten denunzieren. Also Doppelstandards ist für mich auch, kann ich gar nicht aushalten. Ekel empfinde ich sogar bei notorischen Lügnern, die versuchen, sich als Opfer darzustellen. Ja, sagen wir doch mal so ganz ungesund ist es eigentlich nicht, ne, was du da empfindest. Immerhin empfindest du keine Anziehung, willst du unbedingt daten, ne? Oder die sich immer als die Guten darstellen. Ja, da bin ich sowieso völlig raus. Leute, die immer sagen, sie sind die Guten, das sind für mich echt die Schlimmsten manchmal. Die sich als die Guten darstellen im Minus, also das ist wahrscheinlich so Minuspol gemeint, oder als die Guten sehen im Plus. Ja, oft ist es auch das Gleiche. Also Plus und Minus
sind ja auch wirklich so Hilfskonstrukte, die wir hier haben. Das verschwimmt manchmal auch so ein bisschen. Kennt ihr, also je näher man da hinguckt, umso mehr sieht man auch, ja, das ist auch Pluspole, viele Pluspole sind auch sehr manipulativ und also in den extremen Ausprägungen kann man echt überlegen, was ist eigentlich leichter zu daten. Also da wird nicht so schwer sein, oder nee, es ist nicht leicht zu sagen, also jemand, der jetzt plus 5 ist oder minus 5, dass einer von den beiden leichter ist zu daten, also wüsste ich jetzt nicht. Wenn du diese Skala nicht kennst, kannst du mal ein Umsonstprodukt, dieses Buchkapitel für toxische Beziehungen, da sind auch viel noch so extra Videos drin, kannst du dir gerne holen, ist ganz vorne auf meiner Homepage, beziehungsweise der Kursseite. So, die sind sofort raus, ertrage ich gar nicht mehr. Das gleiche gilt für People Pleaser und deren bedürftigen Bestätigungszwang. Ja, das, also wenn man, insbesondere wenn man die eigene People-Pleaser, ist ja eigentlich ein bisschen so ähnlich wie Co-Abhängigkeit, wenn man das bearbeitet oder anfängt zu bearbeiten, kann man es manchmal in den anderen kaum noch ertragen. Das ist echt ein Problem. So, ne? Oder es fällt einem erst auf, wie unauthentisch das eigentlich auch ist, wenn jemand immer nur Ja sagt und man spürt, er müsste eigentlich Grenzen setzen, er tut es aber nicht. Ja. Wenn ihre Blicke unumstößlich ein Lächeln brauchen zur Beruhigung, damit sie existieren können, nur weil man nicht hinsieht, zu völlig Fremden, zum Beispiel im Zug. Wenn sie sich einfach nur auf seinen Platz setzt und innerlich fokussiert ist. Ja, ich glaube, man kann manchmal schwer unterscheiden, was ist jetzt ein legitimer, also natürlich haben wir alle einen Wunsch nach Bestätigung und nach gespiegelt werden. Was ist jetzt sozusagen ein legitimer Wunsch, bestätigt zu werden? Und was ist, was ist irgendwie zu viel? Was ist aus diesem People-Pleaser-Ding? Was ist aus diesem, ich brauche endlose Bestätigung? Was ist damit, ne? So, oder aus dem gleichen Bedürfnis heraus etwas Gutes zu tun, um Bestätigung und Sicherheit zu erhalten. Nicht etwa, weil es sich so gehört oder über ein höfliches Danke hinaus so eine Mehrfachbestätigung zu brauchen. Ja, ich muss mich gerade dran denken, wie ich mal, ist ja auch in meinem Selbstverordnungskurs drin, die Übung, meine ich zumindest, als ich mal in der Kasse war und jemand kam und sagte, er hätte jetzt nur ein Stück, ob er mal vor könnte, hat er so ganz nett gefragt. Und meisten Leute sagen ja dann ja, ich habe dann aber gesagt, nein, möchte ich nicht. Und komplett ausgerastet ist, also so, es ist halt sehr manipulativ, es ist dann keine höfliche Frage, sondern es ist so ein Entitlement, ich verlange das jetzt, dass du das machst, irgendwie so, ne, du musst das jetzt machen, ne, oder du musst mir jetzt diese Bestätigung geben, oder du musst mir jetzt den Blick geben, oder du musst jetzt, wenn ich Danke sage, musst du Bitte sagen, oder so, ne, das ist, aber klar, es gibt so einen Übergang zwischen, ja, irgendwo gibt es auch gewisse Umgangsformen, und da darf man auch was erwarten, und zwischen diesem Pluspoligen, das halt manchmal, die Linie dazwischen ist sehr dünn, ne? Schenke ich ein kleines Lächeln zurück, zack, beißt sich das Gegenüber fest. Ich merke selbst, wie feindselig ich klinge. Nee, ist alles in Ordnung. Finde ich mal ganz gut, sowas. Es triggert meine Aggression. Oder manipulatives, pluswohliges Verhalten von Angehörigen, die zu wissen meinen, wer und was jetzt das Beste für einen ist. Und suggestiv intervenieren oder sticheln oder Unterstützung aufzwingen wollen. Oder auch so ekelhaft, übergriffig, mitleidende Freude schenken. Kennt das irgendjemand? Dieses übertrieben hoffnungsvoll für einen Freund, so als so auf so mitleidende Art. Also ich persönlich finde Mitleid sowieso eins der schlimmsten Gefühle. Also ich finde das schrecklich, wenn man so Mitleid kriegt. Also da kann man sich überhaupt nichts von kaufen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also entweder hat jemand das Bedürfnis, einen zu unterstützen oder nicht, aber so Mitleid. Fühlt sich völlig übergriffig an. Vielleicht, weil Bedürftigkeit eingefädelt ist und kein freies Freuen können, ist das nachvollziehbar. Außerdem dran eingeflochten ist die Aufforderung, man soll jetzt sofort happy sein. Ich bin nicht undankbar. Versteht jemand, was ich meine? Naja, also das ist ja auch ein bisschen diese toxische Positivität, dass man immer dankbar, glücklich sein muss. Muss man nicht, auch wenn man versucht, Sachen zu manifestieren, habe ich ja gestern schon gesagt, muss man nicht. Ne? Vielleicht ist es manchmal hilfreich, aber ich finde es besser, authentisch zu sein. Und mal zu sagen, ja, ich bin heute eben schlecht drauf oder ich freue mich jetzt mal gerade nicht für jemand oder ich bin jetzt mal neidisch.
als das immer wieder runterzuschlucken, was ja gerade so der gesellschaftliche Trend ist. Also alles wird runtergeschluckt, alles, wir sind alle happy, sind alle, keine Ahnung, wir sind alle, alles wird inkludiert und alle, man darf das nicht mehr sagen, dies nicht mehr sagen und dann ist die Welt eine schönere, aber das geht ja irgendwo hin. Das ist ja nur, weil bestimmte Sachen nicht mehr gesagt werden, sind ja die dahinterstehenden Haltungen, abwertende Haltungen vielleicht manchen Menschen oder manchen Gruppen gegenüber sind ja nicht weg. Wo gehen die denn dann hin? So, ne? Aber das ist ja nochmal ein eigenes Video. Also damals in meiner Ausbildung war das halt immer ein Riesenthema, dass man so authentisch ist. Also dass man für sich authentisch ist und das heißt natürlich nicht, dass man das so auslebt dann so, aber dass ich jetzt zum Beispiel sagen kann, oh, ich habe gerade einen aggressiven Impuls gegenüber diesem Menschen, ne? Ich würde ihm am liebsten, ich dem jetzt reinhauen, dann macht es natürlich nicht, ne? Klar, verstehen wir uns jetzt richtig. Und man sagt es ihm vielleicht auch nicht, aber es gibt so diesen Zwischenschritt von, ich nehme es wahr, dass das in mir ist und ich verdränge es nicht gleich und sag so, ich bin mal ganz lieber und dann irgendwann raste ich aus und drehe die Tür ein, so, ne? Also ich glaube, da wird gerade echt viel verdrängt, so. Weiß nicht, ob das so gut ist, aber naja. Oder manipulatives, nein, das hatten wir jetzt schon. Ich freue mich, wenn jemand etwas Gutes tut. Ich bin auch höflich anerkennend, wenn es jemand gut meint. Hiervon bin ich aber jedoch total angetriggert. Ich ertrage gerade irgendwie so gar nichts in diese Richtung. Woher kommt denn das? Ist das eine Phase? Ist das die Bewusstwerdungsphase für Verhalten durch Hemmschies Kurse und Videos? Muss ich leider sagen, ja. Ist natürlich nicht bei allen so. Also bei manchen ist es auch viel weniger. Bei manchen ist es einfach nur so, ach, ich connecte irgendwie mit alten Freunden nicht mehr so. Schade, muss ich mal gucken. Das ist ja immer, das ist so ein bisschen die Nebenwirkung auch von dieser Bewusstseinsarbeit, dass man dann nicht mehr connected und dann nicht, auch nicht gleich neue Leute rankommen oder neue Angehörige. Ja, das verstehe ich total. Das ist natürlich nicht bei jedem so extrem jetzt. Aber ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das kennt. Ich muss leider sagen, ich kenne es. Und ja, also das ist auch, was ich manchmal sage, was so übergriffiges Verhalten angeht oder es gibt ja auch viele so Sachen, die jetzt nicht so groß sind, aber so im Freundeskreis, dass man das Gefühl hat, man wird einfach benutzt für irgendwas oder man ist einfach nur so ein Networking, so eine Nummer auf der Networking-Liste von jemand anders und es wird aber so getan, als wenn man befreundet wäre und also es gibt da so viel in die Richtung, die irgendwie schwierig ist und eigentlich auch schon manipulativ ist und die man dann nicht mehr, ich kann das nicht mehr ab, ich kann es nicht mehr ab und ich kann auch bestimmte Haltungen, also wenn man so, was ich persönlich überhaupt nicht mehr ab kann, ist, wenn jemand so eine Daueropferhaltung hat, das reibt mich komplett auf, ne? Das ist ja. Aber also ich verstehe das schon. Ich hat auch zu sagen, ich bin ja eben ein bisschen introvertiert, hat das Ganze nochmal ordentlich verstärkt, sage ich mal. Aber es ist so, wie es ist, wenn man mit irgendwas nicht mehr vibet. Oder auch diese ganze Spiri-Szene, also nicht die ganze, aber weite Teile, fand ich in der Pandemiezeit richtig cool teilweise, bis ich gemerkt habe, boah, ich das vibe gar nicht mehr, ne? Das ist ja noch mehr Ego. Und also, ja. Nimm es an, diese Phase, lass diese Gefühle zu, leb sie aber nicht aus, so, ne, also, sondern, weil, und schreib mir doch gerne mal im halben Jahr, ich glaube schon, dass sich dieses Extreme wird sich, glaube ich, schon abdödeln, irgendwie so abschleifen und ich kann mir schon vorstellen, dass du auch einen Punkt kommst, wo du sagst, hey, jeder ist an seinem Stand, jeder ist da, wo er ist, ich war früher auch mal woanders, man kann ja auch so eine Empathie entwickeln, also eine Empathie in Grenzen natürlich, also nicht, das heißt nicht, dass man die Grenzen lockern sollte. Aber du kannst natürlich eine Empathie für Menschen haben, dass du sagst, ja, ey, früher war ich auch nicht an dem Punkt, ne? Früher war ich auch ein People-Pleaser. Also wenn man sich sowas sagt, dann hat man auch mehr Verständnis dafür. Deswegen wird es einem nicht unbedingt sympathischer. Aber man ist mehr auf so einer allgemeinen menschlichen Ebene, wo man so sagen kann, hey, da war ich vielleicht früher auch mal oder vielleicht war ich im letzten Leben auch mal so drauf. Vielleicht bin ich dieses Leben einen Schritt weiter. Aber ja, wir gehen alle unseren Weg, wir fangen alle bei Null an und dann hat man so mehr Verständnis dafür. Es sollte aber nicht dazu führen, dass man sich wieder scheiße behandeln lässt. Aber es ist tatsächlich so, sorry, wenn ich jetzt ein bisschen aushole,
Du kriegst das Huhn nicht mehr ins Ei. Du kannst ein freundlicheres Verhalten dazu finden. Du kannst auch Mitgefühl haben, so. Trotzdem geht das Huhn nicht mehr ins Ei. Du hast diesen, das Bewusstsein hat sich aufgeblasen, ein Stück weit. Und ja. Du kriegst es nicht wieder eingefangen, sage ich mal. Ne? Du kriegst es nicht wieder eingekesselt. Und es bleibt so, dass du Sachen einfach nicht mehr reflektieren kannst, die andere machen, ne? Dass du die einfach lame findest, dass du die im Ego findest. Ich finde sowieso, man kriegt so ein, ich will das manchmal gar nicht haben, aber man kriegt so ein Gewahrsein für das Ego vom anderen. Man kann das so förmlich sehen, diese Form vom Ego von anderen Menschen. Und das ist, ich glaube, das ist nicht die anderen Menschen, die einen auf den Geist gehen, sondern das Ego. Ich finde immer, das ist das Ego. Und wenn Menschen sich so mit dem Ego identifizieren, das ist manchmal so unfassbar anstrengend. Ego ist ja auch, also auch Pluspole sind auf eine Art viel im Ego, weil das Ego ist ja auch so eine Schutzstruktur häufig. Ne? Ist alles in meinem Buch drin, Neue Dimensionen der Liebe. Wird das alles ausgeführt, 3D-Liebe versus 5D-Liebe. Guckt da gerne mal rein. Also das es ist einfach anstrengend und wenn man selber vielleicht nicht mehr ganz so im Ego ist, ich glaube, wir sind alle im Ego irgendwo und vielleicht nicht mehr ganz so, kann dann das Ego von anderen schon, also das kann einen so richtig auf die Palme bringen. Ne? Das kann man natürlich sagen, das ist auch wieder Ego, aber das ist vielleicht der nächste Step. Verstehst du? Ich freue mich, wenn jemand etwas Gutes tut. Ich bin auch häufig anerkennend, wenn jemand das gut meint. Hiervon bin ich jedoch total angetriggert. Ich ertrage es irgendwie so gar nichts. Ach, das hatten wir auch schon. Machen wir mal weiter hier. Ich bleibe ruhig und professionell, aber meine Geduld ist innerlich oft zum Platzen angespannt. Ja, du musst ja keine Geduld haben. Das heißt dann, also du nimmst eben mehr wahr, die Impulse, denen du auch folgen darfst. Und darfst du eben sagen, ist mir jetzt zu viel oder möchte ich jetzt nicht mehr hören oder habe ich keinen Bock drauf oder setz dich woanders hin im Zug. Ne? Das kannst du ja machen. So ganz losgelöst scheine ich ja doch nicht zu sein, dass es mich so triggert. Ja, das denke ich mir auch immer. Also wenn ich, wie gesagt, ich kenne das total, was du hier beschreibst. Und ich sage mir auch immer, hey, wenn ich jetzt so wirklich, was ich definitiv nicht bin, denke ich, aber wenn ich jetzt komplett erleuchtet wäre, dann sollte einem das doch scheißegal sein. Und ja, also da gibt es sicherlich auch ein Level, wo einem das dann wieder scheißegal ist. Aber das Level ist eben jetzt so irgendwie, ne? Und ja, aber natürlich, wenn einen das triggert, hat es auch viel damit zu tun, dass man das, glaube ich, vielleicht ist es auch dieser Schmerz, dass man selber mal so war, ne? Das könnte ich mir auch vorstellen, ne? So, richtig stark, widerlich fühlt es sich an und das ist mir völlig neu. Ja, also ich kann das total verstehen, ist auch am gleichen Punkt bei mir entstanden. Ich glaube jetzt nicht, dass es so eine kurze Phase ist, ehrlich gesagt, aber in dieser Schärfe wird sich das sicherlich beruhigen. Was ist die Lösung? Adäquat Grenzen ziehen? Ja, Grenzen ziehen sowieso und auch akzeptieren, dass du mit manchen Menschen nicht mehr sein möchtest, ne? Dass du auch, und lass dich da nicht irgendwie, das Niederschwingende will einen ja auch immer wieder runterziehen, ne? Also wenn du dich jetzt im Zug neben jemand setzt und der macht da so ein People, dieser Pisa dringt drauf, ja, hier ist dein Platz und oh, ich lächle dich jetzt an. Lass dich da nicht reinziehen, also mach das gesellschaftlich Notwendige irgendwie, aber lass dich nicht reinziehen, irgendwas machen zu müssen, was du nicht mehr fühlst oder an einem anderen Punkt bist. Wenn du das machst, wirst du dich noch viel mehr angewidert und ekelhaft fühlen. Also was ich, glaube ich, raten könnte, ist wirklich auf deine Emotionen zu hören jetzt. Die sind ja jetzt da, das ist gut. Setz es intelligent ein und zieh für dich deine Schlüsse daraus, aus Selbstliebe, ne? Und lass dich nicht wieder runterziehen so und lass dich nicht wieder reinziehen in, ah, das ist jetzt ein People-Pleaser und ich muss dem jetzt auch Bestätigung geben. Nee, musst du nicht, ne? Das ist, ja. Also es ist zum Beispiel auch so, warum ich aus Social Media grundsätzlich nichts like, wo jemand einfach sein Ego darstellt. Ne? Also ich finde, das möchte ich nicht unterstützen. So, ne? Und klar, ist manchmal, was weiß ich, da machen Leute dolle Sachen vielleicht und weiß ich nicht, springen durch 5 Reifen und ist ja auch toll, will das auch gar nicht abwerten, aber wenn man das Gefühl hat, dieses Video wird jetzt nur gemacht, hier guck mal, wie toll ich bin, like ich persönlich grundsätzlich nicht, möchte ich nicht, möchte ich nicht meine Energie reingeben, so, ne? Ich mache aber auch keinen Dislike, sondern ist alles gut, ne?
Beruflich bin ich gerade noch abhängig vom Nebenjob, arbeite dran, ab und zu haue ich auf den Tisch, reicht lange noch nicht, kommt verstecktes Mobbing zurück. Gut, das können wir jetzt nicht so richtig verstehen, aber Grenzen setzen sollst du auf jeden Fall, sonst wird das immer schlimmer. Ne? Da wird es ansonsten schon fast alles ausgemistet, privat. Ach, du meinst, beruflich musst du noch was machen. Ja, alles braucht seine Zeit, ist alles gut, ne? Es kommt schon alles zur richtigen Zeit. Vieles ist nicht mehr mein Feld, da wird es ruhig und Energie wird frei. Hab jetzt die Manifestations-Challenge und Nice Geiles Leben gebucht. Also ich kann euch das wirklich sehr empfehlen, auch Nice Geiles Leben ist wirklich ein ganz toller Kurs. Ich hoffe, der ist jetzt noch drin, könnt ihr mal gucken. Ich glaube schon. Das war so einer, ich glaube, das war so mein erster Zusatzkurs sozusagen. Also nutzt die Energie, um die in dich selber reinzustecken und nicht wieder in die Egos von anderen Menschen. Und ja, aber es kommt schon, ne? Also mit Ungeduld, ich kenne diese Ungeduld, weil sich nicht alles gleichzeitig ändert, aber es kommt schon, ne? Habe schon die nächsten tollen Ziele gesetzt für mein Leben. Vielleicht sind es ja die Vorboten für frei werdende Energien jetzt. Ja, bestimmt. Irgendwann reicht es und ich platze Stück für Stück aus den alten, engen, ausgedienten Mustern. Ja, das passiert ja schon. Wie aus einem Kinderkleidchen, so kommt es mir vor. Besser nicht so Vesuv-artig explosiv. Genau, deswegen ist auch wichtig, dass du deine Grenzen respektierst, sonst rastest du, glaube ich, aus irgendwie. Das befürchte ich irgendwie, sondern besonnen mit Vorfreude. Ich werde morgen zum Sport gehen. Ja, also Sport ist ja auch wirklich das Allheilmittel, ne? Finde ich auch. Ja, in diesem Sinne, danke für die tolle Mail. Was denkt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Lasst mir gern ein Abo da oder ein Like oder ein Dislike. Mir völlig Wumpe. Und oder vielleicht eine Kanalmitgliedschaft, wenn ihr mich unterstützen wollt. Vielen Dank im Voraus und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.